Als nächster dann Mecho, bitte. Also ich höre immer wieder von irgendwelchen Leuten den Begriff Illuminaten. Ja, woher kommt der? Da muss man wissen, es gibt in den USA eine rechtsextreme, kann man sagen, Gesellschaft, das ist die John Birch Society. Über die hat sich der Robert Anthony Wilson mit seinen drei Bänden Illuminatus schon in den 70er, 80er Jahren lustig gemacht. Die im Grunde sagen, also dass die Großindustrie, ja, also so die möglichst weit weg ist irgendwie, also am besten irgendwas Abstraktes, am liebsten so Rothschild-artig, die wollen den Sozialismus. Also, ja, und jemand aus dieser Gruppierung, das ist ein gewisser Gary Allen gewesen, der hat ein Buch geschrieben, Non Dare Call It Conspiracy, sagt im Grunde, also die Illuminaten sind irgendwie auch Sozialisten und der Karl Marx wäre ein Freimaurer gewesen. Und wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, dann sagen sie immer, ja, das war ein Freimaurer 33. Grades. Also wie gesagt, das ist eine... Robert Anthony Wilson nannte es Mindfuck. Ja, also zivilisierter kriege ich das leider nicht formuliert. Also das ist so eine Sache. Dann wollte ich noch etwas zu unserem Friedhofsnobelpreisträger Obama sagen. Ja, also da wird ja immer gesagt, also er ist kein so guter Präsident oder er kann immer nur ablesen. Also ich meine, der Bush, also die Bush, die haben es ja geschafft, irgendwie so 2 Trillionen im Pentagon so zu verlegen irgendwie. Ja, also das ist, wenn man das Parlament so mit Dollarpaletten nachbauen würde, hätte man vielleicht so das Volumen. So. Das haben die verlegt, kann passieren. So, und dann den Bush nochmal zu toppen. Ja, also die USA haben jetzt 18 Trillions, also 18 Millionen Schulden. Ja, also das Geld, ja, also ich meine, das ist geklaut worden. Ja, das ist nicht einfach irgendwo, also der Goldman Sachs hat den Obama, ja, erstmal dafür gesorgt, dass der einen Uni-Abschluss bekommt, also außer seinem Professor kennt ihn auf der Uni keiner. Ja, also meine Lieblingsverschwörungstheorie ist von einem ehemaligen DDR-Professor und seiner Frau, beides Mikrobiologen. Die haben ein Buch, Sari heißt der, die haben ein Buch geschrieben, AIDS, die Seuche aus dem Pentagon, das im Folge eigentlich nur etwa Folgendes sagt, also wenn man forensisch rangeht und den AIDS-Virus sich anguckt, dann hat man im Grunde 2 Stücke, die eigentlich zu 2 verschiedenen Krankheiten gehören. Das Problem ist, dass diese beiden Krankheiten, das eine kommt aus Norwegen, ist eine Schafsart Erkältung, die gut übertragen wird, das andere ist aus Japan, eine Menschenkrankheit, und das ist irgendwie zusammengebaut worden. Und es gab in den 70er Jahren eine Bewilligung für so ein Biologielabor vor Derrick, wo ein gewisser Herr Gallo geforscht hat, und der hat später auch den Nobelpreis, Friedhofsnobelpreis, nein, einen anderen Nobelpreis, für AIDS gekriegt. Und jetzt fragt man sich, also wie kommt das Zeug nach Afrika? In den 80er Jahren hat das Rote Kreuz das kleine Problem gehabt, dass ihre Blutkonserven AIDS durchseucht waren. Was macht man damit? Man entsorgt das, hilfsbereit wie man ist, in einem Bürgerkriegsgebiet in Afrika oder gleich in mehreren, weil da sind Leute, die wahrscheinlich nicht klagen werden, wenn irgendjemand dran stirbt. Heute sind ganze Gebiete in Afrika durchseucht. Es gibt zu diesen Meerkatzen
da gab es einen False Positiv. Also AIDS kommt wohl doch nicht aus Afrika. Das ist so meine Lieblingsverschwörungstheorie. Ja, war's für heute. Ja.